Ich habe im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung die Studie Grün regieren verfasst. Und diese Studie erfasst praktisch die Regierungspraxis von Bündnis 90 die Grünen in den 11 Bundesländern, wo die Grünen mittlerweile regieren. Die Studie hat sich angeschaut, wie organisieren die Grünen eigentlich das Koalitionsmanagement in der Koalition, welche Ressorts haben sie ausgesucht. Und auch, wie organisieren sich die Grünen in der föderalen Arena, um zum Beispiel sich für Bundesratsabstimmungen zu koordinieren. Wenn man sich die Niedersachsen anschaut, dann fällt zweierlei auf. Zum Ersten nutzen die Grünen in Niedersachsen in der rot-grünen Koalition, greifen die auf ein sehr klassisches Koalitionsmanagement zurück, also einen großen Koalitionsausschuss, der eingerichtet wurde und auch eine kleine Spitzenrunde zwischen dem Ministerpräsidenten und seinem Stellvertreter und den zwei Fraktionsvorsitzenden. Das ist ein sehr klassisches Koalitionsmanagement, was in der Politikwissenschaft schon weitgehend erfasst ist. Was relativ ungewöhnlich ist im Vergleich der G-Länder, also zu den Grünen in den anderen Regierungsländern, ist, dass die Grünen in Niedersachsen 4 Ressorts verantworten. Nämlich das Umweltministerium, das Agrarministerium, das Wissenschaftsministerium und das Justizministerium. Und wenn man sich anschaut, wie viele Stimmen die Grünen in die Koalition einbringen, dann ist das relativ viel. In anderen Ländern würden die Grünen quasi nur 3 Ministerien verantworten. Und das sticht ein Stück weit heraus in Niedersachsen.